trident, the bow and arrow, the axe, the great battle in which Ganesh lost his tusk. We find these symbols. We find the tusk. That's supposed to happen? Dunno. Welcome to downtown Halabadoo. Last known resting place of the Tusk of Ganesh. I don't like it. You don't like anything. Oh, thank you. I'm slipping. You know that treasure hunting is not at the risk of us, right? Neither is being a mercenary. You two. Partners. And hello, gorgeous. Well, history with the Saab made you the obvious choice. You lie to my face. Cards on the table. I need your help. And if you want the tusk, you need mine. It's a limit, can't change his spots. You know nothing about me. And the casualty of war. Don't! Howdy, folks. Welcome to the Cthulhu Uncharted Lost Legacy. Shiva und Parashurama? Parashurama und Ganesha? Und jetzt? Hier ist nichts. Du hältst mich besser nicht hin. Louis, gib diesen Trottel nicht, was er will. Ruhe. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Moment mal. Er ergibt sich. Ist
Anisha, hast mir einen ziemlichen Stein in den Weg gelegt. Was machst du da? Still sein und zusehen. Er ergab sich. Alles okay? Ja. Das kam unerwartet. Ach du Scheiße, sie hat Eier, was? Ich verstehe nicht. Das ist eine Redewendung. Weil du dich geirrt hast, Freundchen. Ganesha hat sich bewusst von der Axt treffen lassen. Das ergibt keinen Sinn. Nicht für einen selbstsüchtigen Arsch, nein. Es ist so, Ganesha hätte Parashurama besiegen können. Ganz leicht. Aber in diesem Fall hätte Shivas Axt ziemlich schwach gewirkt. Machtlos. Ganesha opferte sich, um die Ehre seines Vaters zu bewahren. Tja, sogar sie versteht's und sie hat keinen Tropfen indisches Blut. Großartig, nicht wahr? Was, hast du mir nichts mehr zu sagen? Ich kann dir sagen, wo du ihn dir hinstecken kannst. Tja, meine Freunde. Ich würde euch gerne selbst töten, aber wir dürfen die Götter nicht verärgern. Denn ihr habt mir großes Glück gebracht. Okay, also was machst du dann? Du wirst die Kammer fluten. Ich werde dich vermissen. Ach, komm schon. Ist das wirklich nötig? Ach, wahre Zerstörung gibt es nicht. Nur Läuterung und Wiedergeburt. Erschieß uns einfach und bring's zu Ende. Genau. Wenn das Wasser eure Lungen füllt, habt ihr Zeit, um über eure Entscheidungen nachzudenken. Vielleicht ergeht es euch in eurem nächsten Leben besser. Arschloch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bereue gerade eine ganze Menge. Ach, wem sagst du das? Ich habe mich so darauf gefreut, dich wieder fertig zu machen. Ach, weißt du, ich freue mich auch nicht, gerade neben dir zu ertrinken. Könnt ihr nicht einmal still sein? Ich muss mich konzentrieren. Was tust du da? Vorbereitung ist alles. Haha, ja! Shit, der Dietrich! Ich hab's. Moment! Okay, jetzt nicht! Komm mal! Oh, okay. Verdammt! Ladies first! Chloe, ich will ja nicht drängeln, aber könntest du dich ein bisschen beeilen? Tief Luft holen! Thank you.
Hui. Alles okay? Bisschen durchnässt. Mir geht's gut. Muss aufhören zu rauchen. Runter! Hat er uns gesehen? Ich hoffe nicht. Wie zum Teufel hat er Saft den Helikopter bekommen? Vielleicht von den Käufern. Was meinst du? Hab nur Saft drüber reden gehört. Zum alten Bahnhof zu fahren, irgendein Waffenhandel. Er verkauft den Stoßzahn. So viel zur Bewahrung seiner Kultur. Hey, einen Moment. Hör mal. War der eben. Danke für. Bild dir nichts drauf ein. Natürlich. Sind wir cool? Nein. Sag durch mir. Beeilen wir uns. Dann können wir sie abfangen, bevor sie ihn verkaufen. Ha. Und da ist unser Wagen. Die ist cool. Da. Eisenbahnschienen. Ich halt an. Ganz bestimmt Waffen in diesem Gebiet. Wir sind besser vorsichtig. Ja, ja, ja. Und dann verlieren wir den Stoßzahn. Du kannst gern hier bleiben. Ich meine ja nur, okay, dass okay, wir... Okay, okay, okay. Weniger reden, mehr laufen.